Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von der Overwatch-Beta. Wir haben noch 2 Stunden Zeit, die ich spielen kann. Es ist jetzt 17 Uhr. Ich möchte heute den Lucio spielen. Was kann der? Da sind jetzt Unterstützungseinheiten, die Sunny sozusagen. Ich wollte mal lesen, was der kann. Wechselt zwischen 2 Songs. Erhöht die Aktivität, das aktiviert, erzeugt eine Schwelle. Okay. Zeit für ein bisschen Entspannung. Lass uns mal Gas geben! Danke! Ich hätte nie gedacht, dass ich mal mit einem Burschen von der Straße zusammenarbeiten muss. Hey, glaub mir, ich bin auch nicht gerade begeistert. Scheifische Schallprojekte. Okay. Angreifer in 30 Sekunden erwartet. Lasst uns loslegen! Jetzt geht's ab! Achso, okay. Ich frage mich gerade, ob ich Zeit habe, mir eine Partie Hoverhockey anzuschauen. Ich verstehe das noch nicht so ganz. Oh, ja. 5, 4, 3, 2, 1. Angreifer nähern sich. Hier wird's gleich laut. Also ganz verstehe ich es noch nicht mit ihm. Geh mal wirklich auf Heilung. Ah, nein. Okay. Also ganz, so ganz verstehe ich ihn noch nicht. Wo ist er eigentlich relativ auf? Der erhöht die Effektivität. Das sagt er. Crossfire. Welches Heilung so verhindert Timbus? Warte mal. Okay, alles klar. Also das ist Heil. Das ist Speed. Das ist Heilung. Achso, Conquest. Was war L2? Also ich glaube, ich beschränke mich hier mal doch mehr auf Heilung. So, was war das? Jetzt wird's massiv. Alle Regler auf Anschlag. Taktisches Visier aktiviert. Ich glaube, ich beschränke mich hier wirklich mehr aufs Heilen. Au, au. Schnappt euch die Rüstung!
Naja, wenigstens haben wir noch einen gekillt. Ah, sind wir auch schon wieder so ekelhafter Base halt. Aber ich habe noch einen mitgenommen, jawohl. Es spielt sich sehr, sehr gut, weil man. Ich habe am Anfang war es ein bisschen kompliziert rauszufinden, wie er sich spielt, aber anscheinend. Nice. Okay, der macht Spaß. Wobei man wirklich hier auf mehr auf Unterstützung gehen soll und weniger auf Angriff. Highlight des Spiels. Aber wobei ich mal wirklich denke, dass diese Medics eigentlich eine Gruppe sein wird, die ich sehr, sehr oft spielen werde. Aus dem Tod heraus. Killstreak ist schon tatsächlich episch. Gehen wir noch einen Levelaufstieg? Ah, nee. Gut, liebe Leute, das war's mit Lucien. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Nächste Folge gibt's dann die nächste Heldin. Held, was auch immer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. Ciao.